Hi Timon, hier ist Stefan. Ich habe echt eine Weile gebraucht, aber freue mich sehr über deine Frage von heute. Die ist echt anstrengend gewesen für mich. Ich habe es fast nicht rausbekommen. Aber pass auf, wir machen Folgendes. Erstmal müssen wir beide unbedingt an diesen Menschen schreiben, der besser gesagt dir dieses Haus zur Verfügung gestellt hat. Er muss mal ein bisschen Ordnung in seine Datenstruktur bringen. Das ist wirklich ganz doll schlimm. Ich glaube, wenn du so programmieren würdest, das wäre ganz doll schlimm. Für alle Beteiligten. Das bist in dem Moment du. Das ist ja das Haus, du kennst es. Und ich mache mal eins. Ich habe das vorhin schon mal gemacht, beziehungsweise eben schon mal. Ich habe mir mal so angeguckt, was hat er denn hier überhaupt alles drin? Und wenn man das hier anklickt, dann siehst du ja, was hier so abgeht. Alles schön Cube benannt, 1 bis 47. Und ich werde mal eins machen, ganz am Anfang. Ich blende mal die beiden Dächer aus. Ich muss schon drüber schmunzeln, weil der Kumpel ist echt ein fauler Hund gewesen. Und ich habe mir die Mühe gemacht, für dich das mal ordentlich zu benennen. Das heißt natürlich dann Open Recent House Timon. Don't save braucht man nicht. Und das ist jetzt das Haus. Du siehst, es gibt jetzt das Haus. Es gibt den Ground, also den Boden. Es gibt die, ja, ich habe sie Klopse genannt, diese Holzmonchichis, die da rumliegen und die beiden Dächer. Und was du hier unten siehst, hast du noch nicht. Um dir das kurz zu erklären, gehe ich doch nochmal ganz kurz mit Open Recent zurück in das normale Haus, wie wir es hatten. Es ist nämlich so, dass all die Leute, die so ein Blender-Projekt irgendwo reinstellen, haben ja einen speziellen Workspace für sich und es fehlt hier so manches, was ich immer brauche. Das ist zum Beispiel über das Plus zu erreichen, Shading bei General und dann Shading. Und das ist für mich ganz wichtig. Und jetzt springe ich wieder zurück in mein File, Open Recent, House Timon Blend, Don't Save und ich habe mir das einfach hier so angelegt, weil für mich ein paar Sachen wichtig sind. Zum einen der UV-Editor, den du hier siehst, dann das Haus an sich und natürlich dieses, das erreicht man hier über Shader-Editor, heißt das, glaube ich. Genau hier, siehst du, Shader-Editor, Shift-F3. Dann hast du das Material da zu dem entsprechend angewählten Monchichi hier drüben, also Klopse oder Roof oder Roof 2 oder Windows, ja. Ich habe das Windows genannt, weil ich fand das irgendwie doof, dass er das nicht ordentlich gemacht hat. Egal. Und wenn man das ausklickt, dann sieht man auch gleich, wie clever derjenige wiederum war, obwohl er mit den Texturen ein bisschen faul war. Er war nämlich zum Beispiel so faul, dass er hier so ein, du siehst, die Textur ist vom Haus. Die wird sich hier, ich mache das mal an und aus, die wird sich hier weiter repeaten. Also die wird weiter verlaufen. Die hört sonst hier auf und man kann man sagen Repeat. Und das ist eine schöne Sache für Blender. Das reicht auch aus, weil wir das Haus höchstwahrscheinlich eh nur von dieser Seite sehen oder man merkt das nicht. Keine Ahnung. Es ist nur für den Export to Unreal Engine total doof. Und pass auf, ich habe wirklich eine Weile gebraucht. Wir machen jetzt eins. Wir nehmen das Haus und ich blende nochmal die Roofs aus hier oben. Ne? Das hast du ja auch gerade schon, habe ich dir auf Discord schon ein Bild geschickt. Das war ja einfach mit den Roofs. Wir machen das jetzt zusammen für das Haus. Ich schicke dir danach auch die Datei. Als allererstes gehe ich hier unten rein. Wie gesagt, vielleicht gibt es irgendeinen Shader-Papst, der sagt, das ist alles falsch, aber ich mache das so. Shift-A, Textur, Image-Texture und dann lege ich die hier ab, ohne die zu verbinden und klicke gleich auf New. Das lasse ich jetzt so von der Größe. Man könnte das vergrößern, dass die Textur besser, das weißt du genauso gut wie ich. Ich lasse das so und sage Okay. Und jetzt lasse ich das Haus angewählt, gehe in diese Render-Einstellungen. Cycles ist angewählt und dann hat man hier unten Bake. Und bei Bake ist Folgendes wichtig. Wir wählen nur den Diffuse-Kanal an. Das ist der, der schon angewählt ist. Deswegen ist er in der Liste nicht mehr zu finden. Entschuldige bitte. Direct und Indirect werden wir ausblenden. Wir brauchen nur die direkte Color, weil wir das nur direkt auf die Color hier legen wollen. Und das machen wir jetzt. Warte mal, ich muss mal ganz kurz kicken, ob OBS das alles aufnimmt. Ja, das sieht gut aus. Das wäre sehr fatal, wenn er das jetzt nicht machen würde. Wir lassen das alles so und jetzt drücke ich Bake. Es gibt eine kleine, genau, da ist die Textur. Es gibt einen kleinen
Ein kleines Problem, das ist nämlich diese Ecke, die du hier siehst. Und zwar hat das damit zu tun, wie sauber oder unsauber ist das Ganze hier gemacht worden. Und es ist unsauber, aber es ist egal. Wir lösen auch dieses Problem. Jetzt habe ich dieses Bild und das liegt jetzt hier drin. Als allererstes mache ich mal ein. Ich gehe auf Image und sage Save as. Timon Folder ist hier und ich nenne das jetzt Monchichi House 28. I don't know, egal. Es ist wichtig, aber ich habe hier schon ganz zu so viel rumprobiert, deswegen möchte ich doch gute Namen vergeben, wie du gerade siehst. Das habe ich jetzt auch getan. Und jetzt, Timon, ist es so. Jetzt sind wir schon so weit, dass wir in Blender fertig sind. Ich gehe unter File External Data gucken und es steht nicht Automatically Pack da. Das ist ganz wichtig, dass wir das mit abspeichern. Und jetzt sage ich Save as House Timon Blend. Oh, also 1, Save. Und jetzt kann ich auch sagen Export to FBX. Und schmeißt das hier rein. Du siehst, ich habe schon einige Versionen probiert und wir machen das jetzt aber ganz ordentlich, so wie wir es gelernt haben. Wir nennen auch das House Timon 28. Und hier brauchen wir nur den Mesh. Dann brauchen wir nur Geometrie Face Export. Und wir exportieren jetzt nur dieses Ding. Und wir haben schon wieder einen Fehler gemacht. Wir exportieren alles. Wir machen es gleich einmal. Aber ohne Netz und doppelten Boden lasse ich das natürlich jetzt hier stehen und schicke dir das gleich. Export, FBX hatten wir gemacht. House Timon 28, wir überschreiben das. Selected Objects, das ist wichtig, weil ich habe ja nur das Haus. Das andere ist ja noch nicht gemacht. Ne? Gehe jetzt hier auf Geometry, gucke nach, Face, Export, FBX. Und er hat das gleich überschrieben, ohne nachzufragen, das ist toll. Jetzt gehen wir in Unreal Engine und hier laden wir uns Import to Game. Und das wird jetzt noch ein bisschen aufwendig. Ach Mensch, wo habe ich dich abgespeichert? Warte. Suburban. Ja, du bist schon richtig verewigt in meinen Projekten, finde ich gut. House Timon 28, 1959, das ist richtig. Import. Und jetzt hat er das Haus hier drin. Und ich packe das Haus hierher. Und du siehst es. Das hat hier damit zu tun, was du hier gerade gesehen hast, mit dem nicht so korrekten Map von dem Typen. Und jetzt musst du eins tun. Wenn du dich erinnerst, habe ich das Bild vorhin extra abgespeichert und es geht aus meiner Sicht nicht anders. Wir müssen also jetzt hier wieder hergehen, Desktop, gehen auf Timon 28. Oh Mann, ich habe so viel probiert heute. Ach Mann, schade. Wait, where is it? Ich glaube, ich habe es auch in den Timon Folder gelegt, in Suburban Modeling. Timon. Monchichi House 28, genau, da ist es. Und das lade ich mir als Bild hier rein. Ne? Da ist es, hier mit diesem kleinen Fehler, den siehst du. Rechte Maustaste, Create Material. Das finde ich eine ganz tolle Funktion. Egal, wie es heißt. Und jetzt braucht das einen Moment und dann wird das hier die Textur werden. Warum das so lange dauert, ist eine ganz andere Baustelle. Damit hat mich, also darüber hat mich aufgeklärt der Micha aus dem Forum schon. Und jetzt habe ich das hier drin. Vielleicht hätte ich mir das auch sparen können, denn ich glaube, ich kann gleich auf das Material klicken, das zu dem Haus gehört. Ne? Dieses hier. Genau, ich glaube, das geht. Base Color. Habe ich ja schon wieder einen Schritt zu viel erklärt. Egal. Pass auf, Texture. Okay, das ist super. Hier ist was versteckt hinter, was nicht so gut ist. August! Komm her, mein Süßer. Warte, Süße, ich muss nur ganz kurz was zu Ende erklären, dann komme ich mit hoch. Genau, und ich bin gleich da. Und Timon, ich hoffe, du kommst mit. Texture Sample. Und hier muss ich mir eigentlich nur, genau, die Textur Monchichi House reinladen. Also vergiss diesen einen Schritt, den ich eben gemacht habe. Jetzt dauert das einen Moment. Das hat damit zu tun, dass das kein Master Material ist. Dann würde das alles viel, viel schneller gehen. Juhu, was für ein langer Tag. Und dann wird jetzt gleich das hier erscheinen. Wir warten noch kurz ab. Save, weißt du selber. Apply braucht man nicht sagen, weil es ist schon zugewiesen. Das warten wir ganz entspannt ab hier, bis es weg ist, das Fenster. Ich glaube, dass die Routine, so ein Fenster aufzubauen, länger braucht als das ganze Game letzten Endes zum Laden. Und jetzt ist hier die Textur. Und wenn du dich erinnerst, habe ich dir vorhin ganz kurz erklärt am Anfang,
das Haus ohne diese Roofs hier oben, ohne diese Dachdinger, sieht eben so ein bisschen komisch aus. Und ja, das ist die ganze Lösung für dein Haus. Und nur so kannst du es aus meiner Sicht lösen. Jo, also ich lasse das jetzt mal so stehen und du sagst mir, wenn du noch Fragen hast, dann machen wir einfach morgen weiter, weil ich muss, glaube ich, jetzt erstmal irgendwie ein bisschen Rechnerpause machen. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.